Links, 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 geradeaus, geradeaus, geradeaus. Über die Lava drüber. Eisen. So, wir haben jetzt 9 Eisen eben gebraucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eisen sind. 9 Eisen haben wir wieder im Inventar. Wir sind wieder glatt. Zehn Eisen, 11 Eisen, 12 Eisen. Wir sind ja gleich beim Golf. 13, 14. 14 Eisen. So sind wir schon im Plusbereich wieder. Und zwar deutlich. So, wo war hinter mir Eisen? Wo ist hinter mir Eisen? Mach mal das Loch zu. Gut, okay, machen wir. Ach, was ich übrigens festgestellt habe, wenn die rechte Maustaste gedrückt hältst, kannst du dir dermaßen schnell neue Steine setzen. So aufpassen musst, dass du nicht halt übereinander und doppelt und dreifach stellst. Ja, dann haut den ganzen Inventar raus, was gerade in dem Slot drin hast. Ja, ich finde Tempo von dieser Version finde ich phänomenal gut. So, da hinten ist noch ein bisschen Eisen. Da müssen wir erst später noch hin. Wir waren hier links, wo ich die beiden Fackeln gesetzt habe. Zack. Fackel auf dem Boden. Während der Bauarbeiten. Ja. Weiter geht's mit ein bisschen Gold. Ein bisschen Kohle. Redstone. Willkommen in der nicht endenden Höhle. Das Ding wird immer größer. Aber mega ergiebig, ne? Ja. Weil ich habe das wirklich mal gemacht, wie du gesagt hast, hier beim Test in dieser Welt. Bei dem Haus, hier wie gesagt, in dieser Welt, wo wir vorhin waren, in meiner ursprünglichen Testversion. Wo ich ja nun noch gar nichts wusste von Minecraft, also vor ungefähr exakt 3 Wochen. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann auch ja durch die anderen Videos, die ich geguckt habe bei Gronkh und Co., dass man dann natürlich, ich hab Diamanten, dass man da tatsächlich in dem Moment ja dann lernt, ja, geh mal da runter und bau dich da mal hin. Und hab dann tatsächlich auch ganz schnell die Lehre gezogen, dass es totaler Blödsinn ist, es hat nichts gebracht. Ich habe Steine weggebaut wie ein Bekloppter und es hat nichts gemacht, gar nichts. Ja, manchmal bringt es was, manchmal nicht. Ja. Ja. Ist ja auch Glückssache. So, ich bin mit meinen Diamanten gleich wieder im Gleichstand. Und zwar Diamant Nummer 1, meiner. Diamant Nummer 2, meiner. Diamant Nummer 3, meiner. 4 meiner, 5 ebenfalls meiner, 5 Diamanten. Ui. So, damit sind wir ja dann auch wieder auf 0, ne? Deine, ja. deine zwei verbrannten, meine zerstörte Eisenspitzhacke, meine verbrannte Eisenspitzhacke, ich gebe es ja zu. Ich komme erstmal den zurückbringen. Ja, besser ist das manchmal. Ja, ich mache schnell die Kohle aus der Wand fertig und dann komme ich. Schön ist, die Kohle ist auch eine Etage etwas hier erhöht. Das heißt, damit sollte auch das Risiko minimiert sein, dass ich hier mit Lava in Kontakt komme. Die gute Nachricht ist, ich habe mindestens jetzt aktuell wieder 16 Erfahrungspunkte zusammengesammelt von meinen, weiß ich nicht, 32, 33, die ich vorhin hatte, die ja nun mein absolutes Highlight waren. Mhm. Durch dieses Einsammeln kriegst du auch Belohnungspunkte. Das ist natürlich schön, dass man da auch wieder ein bisschen Erfahrung dann wieder sammelt, weil ich weiß, irgendwann wird man so brauchen, dass du, wenn irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, reparierst oder ähnliches, dass du dann diese Erfahrungspunkte benötigst, damit du überhaupt diese Reparatur machen kannst, selbst wenn du das Material hast. Ja.
Okay, den Weg müssen wir extra markieren hier. Den finden wir sonst nie wieder. Bin hier wirklich quasi ein Stein um der Ecke, rums, und dann kam das hier alles. Ach, guck mal, hier haben wir ja den Rückweg momentan versperrt, weil ja hier der Kies runtergekommen war. Hat aber wiederum den Vorteil, wir brauchten das Loch nicht füllen. So. Einmal rechts lang, wo die Fackeln sind. Da sind wir wieder. Nochmal rechts in die Ecke. Achtung, nicht in die Lava laufen. Gleich wieder scharf rechts. Und schon sind wir unten wieder in der Höhle. Oh, was lauerst du hier an den Truhen? Was hast du hier gebaut? Du bist in die Mauer in Echtgröße wieder nachzumachen, ja? Zu viel Bruchstein. Hast du eine neue Truhe gemacht? Nö. Na, mach eine neue Truhe. Ist doch nur nicht so, dass wir hier keine Truhen machen können. So, die linke Truhe, sagst du, war die Erze. Mhm. Achte mal bitte auf den Füllstand von Diamanten. Tada, schon sind wir auf 18. So, rechts war Gold, ne? Links war Eisen. Ja, müsste euch bald gerade leer sein. Ich habe gerade wieder neue reingeschmissen. Achso. So, und dann 38 Redstone haben wir hier noch im Paket. Macht doch mega Spaß. Mhm. Na, dann bauen wir Truhe. Bin ich jetzt eigentlich? Ne, warte mal, ich weiß mal. Ja, ich brauche die Truhe gleich für Kohle loswerden. Kohle? Kohle? Ja, Kohle ist hier in den linken mit drin. Die linke bei den Ärzten, okay, mhm. Gut, klar. Ist halt nur Feuerstein, habe ich rechts so reingetan, weil man die ja so nicht braucht. Okay. Feuerstein rechts, kannst du haben. Feuerstein rechts sind drin. Und in der Steintruhe werde ich mal noch gucken, ob ich noch Andesit loswerde. Nein, nicht mehr. Ich werde nicht mal mehr. Zwei Andesit los. Okay, dann gehen wir jetzt in die Truhe. Ja. Oh, Bruchstein möchtest du auch noch ein bisschen? Bitte, kein Problem. Achso, wie sieht es eigentlich mit Kies in der alten Truhe aus? Ich habe noch 13 Kies im Gepäck. Die bin ich noch losgeworden. Kies sind aber bei 36 und Granit kriegen wir auch noch. Ja. Alles voll. So, 42 Bruchstein kannst du noch haben. 10 Fische habe ich noch, 6 Brote. Wie sieht es bei dir aus mit Nahrung? Habe ich auch noch. Alles klar. Gut, weiter geht's. Was setzen wir uns als Zielzeit? Irgendwann müssen wir aufhören. 6? Hältst du durch bis 6? Bis jetzt 5? Könnte sein, ja, doch. Okay, also um 6 machen wir Schluss. So. Ach, ich sehe, du hast versucht, ein Lavabecken zu bauen. Nicht nur versucht. Sollte eigentlich klappen. Okay. Ich lasse mich gerne überraschen. Hierhin habe ich dir neue Lavaquellen aufgetan. Ne? Also du weißt, ja. Hast noch genug, falls du noch Becken bauen möchtest. Ist genug noch da. Uff. Redstone und Lava. So, fangen wir mal gleich noch an, ein bisschen Eisen mitzunehmen. Da sind dann nochmal 4 Eisen im Epic. Wie war so ein blöder Trichter? Falls du das Rauschen von meinem Lüfter meinst, oder was meinst du? Nein. Hier rauscht ein Zombieviech. Es gibt rauschende Zombieviecher? Ja. Oh, Creeper. Viel besser. Nee, gar nicht besser. Besser. Nicht besser. Ich sagte nicht besser. Der macht nicht Loch in Welt, der hat Loch in mich gemacht. Mhm. So, jetzt muss schnell gehen. Und los, Zeit läuft. Sven, hast du gesehen, ja? Was? Nee. Da stand oben links bei dir in der Ecke mit Sicherheit.
dass mich ein Creeper eliminiert hat. Achso, nee, ich war gerade hier in diesem Inventar drin. Dann sieht man das wohl nicht. Und auf dem Weg kommt der nächste Creeper mit entgegen. Ey, Gott sei Dank habe ich vorher gerade die Kiste befüllt. Mann, oh Mann, oh Mann. Werdet wieder ärgerlich gewesen. Ja. Zack. Autsch. Trink einen Schluck. Prost. So, Eingang der Höhle. Oh, vor der Höhle ist ein Creeper explodiert. Oh. Wo wir vorhin noch sauber laufen konnten, ist jetzt auf einmal vorm Höhleneingang sehr unebene Belagssituation entstanden, was denn, wie heißt das in dem Spiel? Keramik angeht. So. Autsch. Was, Autsch? Autsch. Bin gerade am Abstieg. Abstieg, 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 Autsch. So, ich bin bei meinen ersten Truhen. Dann sind wir hier, glaube ich, über die Mauer drüber. Oh, hier brennt wieder ein Stein. Nein. Rechts herum. So, da bin ich wieder. Mal gucken, ob ich meine Sachen alle noch wiederkriege. Du siehst, ich bin nackt. Nicht an. Oh, warte mal, jetzt muss ich mich echt orientieren. Dadurch, dass du jetzt mehr Bauern gebaut hast hier, wird die Orientierung schwerer. Ja, alles klar, hab's gefunden. So, meine Sachen alle wieder. Gut, der hat aber mal ordentlich wieder Verteilung hier. Oh, nein, 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 nein. Geh weg. Wo kommst du denn her? Wie? Jetzt steht er da? Oh. Verbindung zum Server getrennt. Ich glaube, deine Verbindung wurde gerade getrennt. Dein Neustart. Oder? Hallo? Ich war im Inventar. Lebst du noch? Nee. Verbindung zum Server getrennt. Verbindung vom Server getrennt? Ja. Okay. War bei dir gerade der Server-Neustart? Also hier Fritzbox? Möglich, warte, ich speichere ab. Ich klicke jetzt direkt auf ins Spiel einladen, sollte jetzt ja funktionieren. Einmal klack auf den kleinen Stift, einmal Multiplayer anklicken, einmal alles einschalten, einmal auf Spielen gehen. So, aber dein Twitch läuft noch, ne? Ja. Hä? Du bist in der falschen Welt. Okay. Ja. Aha, der ist jetzt an der falschen Stelle. Na gut, das war's. Muss man neu speichern. Multiplayer, ja, alles eingeschaltet, spielen. Welt mit Sven. So, ich bin wieder da, wo ich hergekommen. Bist du wieder verfügbar? Muss eine Einladung schicken. Okay, ist draußen. Ich höre ihn nicht, ich sehe ihn aber nicht. Einladung ist draußen. Nee, bei mir noch nicht. Ist doch wieder merkwürdig. Scheiße. Na, wenn ich kann ja Minecraft wieder schnell beenden, dann kann ich.